Willkommen zur aufklärenden Folge Nummer 1 und hoffentlich auch die letzte Folge hiervon. Oder vielleicht auch hoffentlich nicht, denn so negativ ist die gar nicht. Mein Name ist David, wer mich noch nicht kennt. Und ja, war eine lange Zeit ohne Videos, aber jetzt wird's wieder losgehen. Und dieses Video ist halt auch einzig und allein dafür gedacht, euch aufzuklären, wo der Content der letzten 7-8 Tage war. Warum gar nichts mehr kam. Ja, ich hatte ja erzählt, dass ich noch diesen einen Termin hatte. Letzte Woche, Donnerstag war's. Und guckt euch diese Kuh an, die sich hier einfach in unsere Schallplattenfarm gestellt hat. Und das war ein großer Termin für mich, der auch mit sehr großem Erfolg ausging. Das war nämlich ein Amtstermin. Und endlich ist für alle Mal, für immer und ewig, diese Amtsscheiße geregelt. Weiter möchte ich darauf auch gar nicht eingehen, denn das ist zu sehr privater Kram. Und ja, ich habe ein paar andere Sachen dann noch gehabt, um die ich mich direkt gekümmert habe. Und wieso höre ich hier Mops? Choki, du musst ja auch ausleuchten drinne. Sonst wird das nichts. Und ja, einmal musste ich mir jetzt eine Brille holen. Das hatte ich letzte Woche Freitag gemacht. Im Endeffekt war mein ganzes Gesuche danach ziemlich unnötig gewesen. Denn ich habe mir einfach vom Supermarkt, also vom Rewe, eine Brille gekauft für 15 Euro. Da meine Sehunschärfe, die ich damals durch dieses Medikament bekommen hatte, einfach nicht komplett wegging und ich Probleme hatte mit dem Lesen. Nicht so, dass es mich vom Rekorden abgehalten hätte, aber es war definitiv etwas, das mir total auf den Sack ging. Übrigens ist das hier Chokis Gebäude, wie schon erwähnt. Er will auch so ein Steampunk-Style machen. Aber er muss hier die restlichen Bäume, Stämme wegmachen. Sieht schon ziemlich impulsant aus. Und ja, die Brille habe ich mir jetzt geholt. Ich war schon mal Brillenträger, ziemlich verwirrend. Aber weiter geht's. Zusätzlich habe ich Anfang der Woche mit meinem alten Rewe-Job wieder angefangen. Deswegen wollte ich mir das Wochenende im Generellen gönnen, was ich dann ja auch hatte. Aus dem einfachen Grund, da ich nicht zu sehr overpowered sein wollte, nachdem ich jetzt so 6-8 Wochen euch jeden Tag mindestens ein Video gegeben hatte. Im Durchschnitt so 1,5, denke ich mal. Ohne ein Problem. Das wird euch in Zukunft aber auch nicht belasten, was Daily Content angeht, beziehungsweise Almost Daily Content. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, dass Daily Content nicht mein Ziel ist, sondern möglichst Daily. Aber wenn die Qualität nicht stimmt, dann skippe ich lieber einen Tag, denn solche Episoden wie jetzt hier drehe ich nicht gerne, wo ich nur ein bisschen durch die Gegend laufe und euch Sachen erzähle. Ich könnte ja rein theoretisch, ist immer noch da, was ich hier letztens gemacht habe. Ich könnte ja rein theoretisch halt auch hier jetzt irgendein Mini-Bullshit bauen. Aber da war halt das nächste Problem. Ich war absolut kreativlos. Irgendwie muss hier noch was zur Seite. Das sieht ein bisschen schmal unten aus, findet ihr nicht? Ich war nicht nur ein bisschen ideenlos, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, inklusive jetzt. Zusätzlich kam der Fall am Wochenende auf, dass wir eine Person vom Server kicken mussten. Bannen, um genau zu sein. Dann hatte ich absolut keine Lust mehr, mich darum zu kümmern, was Episoden vom Server anging für 2-3 Tage, weil das hat mich ziemlich pissig gemacht. Sowas nehme ich sehr persönlich, wenn man hier klaut. Die Person weiß wahrscheinlich auch Bescheid. Die ist jetzt nicht mehr hier und ich werde namentlich auch nicht drauf eingehen. So gemein bin ich nicht. Trotz, dass das keine angenehme Sache war. Was ist das hier eigentlich? Ich schulde dir 8 goldene Carrots und etwas Weed. Treli hat mir Viecher geklaut. Kein Ding, Treli. Und ja, das hat mich ziemlich down gebracht und zusätzlich wollte ich mich dann halt, wenn ich jetzt schon mal kreativlos bin und nichts mache, darum kümmern, was ich in Zukunft alles mit diesem Channel vorhabe und wie es weitergeht. Und im Prinzip soll sich nichts ändern, gar nichts, denn, funktioniert das hier noch einwandfrei? Ja, sieht so aus. Denn ich möchte das so beibehalten, wie es jetzt läuft. Der Channel wächst relativ gut. Es sind sehr viele neue Leute da. Euch möchte ich allen mal Hallo sagen. Hi, hier bin ich. Und danke fürs Beitreten, genauso wie danke den alten Leuten fürs Bleiben. Solche Pausen wie jetzt strebe ich nicht an zu haben, aber alle 6-8 Wochen kann das mal vorkommen, dass ich 4-7 Tage kein Content mache. Aber wenn sowas passieren sollte, könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich mich vorbereitet habe. Mehr als genug Content dann mir in der Zeit ausgedacht zu haben, weil ich stemme ja schon ziemlich viel manchmal, muss ich mich einfach mal selbst loben. Übrigens, das mit den Kisten hier ist gefixt, wie er in den Comments gesagt hat, dass sich die Kisten nicht öffnen lässt. Und die Stufen sind sogar so rum, nicht umgedreht, wie ich es üblicherweise mache. Ich bin auch alleine auf dem Server, gerade.
Und ja, mehr möchte ich zu diesem Kram gar nicht sagen. Und Zukunftspläne möchte ich aber noch weiter erwähnen. Denn in Zukunft möchte ich wieder DayZ auf die Schiene kriegen. Ich habe das schon 1000 Millionen Mal gesagt und versprochen, aber kam nie dazu. Jetzt bald wird es endlich wieder so sein. Ich habe schon angefangen, DayZ-Content aufzunehmen. Aber noch nichts Gutes bei rumgekommen. Ich werde halt auch nie irgendwie ankündigen, dass da viele Episoden von kommen. Oder 2, 3. Danke fürs Leihen. Gezeichnet Basti. Bitteschön, Basti. Und ja, mein Hauptproblem bei DayZ ist halt, ich setze da extrem viel Editing-Arbeit rein, wie ihr vielleicht gesehen habt. Also ziemlich viel Editing-Arbeit. Wieso habe ich eigentlich... Nehmen wir das doch mal so. Und so, so, so. So, ich mag lieber auch gut im Inventar. Wieso auch immer. So, du dahin. Oder? Ja, da passt du hin. Ich bin nämlich der Typ, der da ziemlich viel Editing-Arbeit reinsteckt. Aus dem einfachen Grund, dass es ein ziemlich cooles Gerät ist und man es ziemlich cinematisch wirken lassen kann, wie es in meiner ersten Episode von der Let's Player schon war. Und da sie super angekommen ist, denke ich, dass ich da in Zukunft halt noch weitaus mehr machen möchte. Ist halt bloß immer eine Zeitaufgabe und der Hauptteil meiner Viewer hier ist immer noch für Minecraft da. Und Minecraft sollt ihr bekommen. DayZ braucht echt eine Menge Zeit. Deswegen peile ich so 2 bis 3 Episoden den Monat an. Aber die werden sich lohnen, das kann ich soweit versprechen. Gucken wir erstmal, ob Erwin noch lebt, fällt mir gerade ein. Das, nachdem ich schon so viele Tage hier nicht mehr war. Bei ihm scheint es noch gut zu gehen, richtig, Kleiner? Au! Ja, ihm geht's eindeutig gut. Und ja, eine kleine Sache noch, wo ich gerade hier rumlaufe. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich meine Videos live kommentiere oder ob ich hinterher resynchronisiere bzw. nachspreche. Und alles, was ihr von mir hört, ist live. Denn sonst wäre mir das nicht authentisch genug, was Reaktion und Situationskomik angeht. Ich dachte eigentlich, das merkt man durch mein Rumgeklicke. Das kann ich nämlich eigentlich auch raus editieren. Aber in Minecraft lasse ich das drin. In DayZ zum Beispiel habe ich es raus editiert, um die Atmosphäre nicht zu stören. Aber das macht ja auch nichts. Gut. So, dann sind wir ja im Prinzip schon hiermit durch. Wenn ihr hier diese Episode gesehen habt und das hier hört, ich bin übrigens 2x mehr gestorben beim Farmen von Wither Skeleton Skulls für Basti. Wollte ich ihm schenken, aber bin dabei gestorben. 2x. Und ja, wenn ihr das Video hier seht, bin ich bereits dran, neuen Content zu drehen, wie immer für Cube World, für Minecraft und natürlich halt auch jetzt wie für die DayZ. Da kann ich halt aber noch nicht garantieren, wann was kommt, da der Content dazu stimmen muss und das nicht wirklich in meiner Hand liegt. Die Zukunft von DayZ wird wahrscheinlich übrigens Vanilla, DayZ und DayZ Product sein, oder wie auch immer man das ausspricht. Diese neue DayZ Map halt, aber erst wenn sie nicht mehr für Donations Only ist, denn dazu spiele ich eindeutig zu wenig DayZ, dass sich das lohnt, da 15 Euro zu investieren. Ah, da seht ihr mal, wo es mich hinführt, wenn ich eine Woche nicht rekorde. Kann ich schon kaum noch reden. Gehen wir jetzt noch einmal zusammen zu Stute Beckers Grab. Dann sind wir hier mit dem Infovideo durch. Dann hätten wir das auch geschafft. Und das heißt, 24 Stunden nach diesem Video, plus minus 2 Stunden natürlich wie immer, wie mein Upload halt klappt, werde ich wieder Content hochgeladen haben. Und zwar Cube World und oder Minecraft, müsst ihr gucken. Seht ihr dann. Aber auf jeden Fall wird eine Minecraft-Episode mit dabei sein. Ob ich Cube World direkt am ersten Tag wieder schaffe, weiß ich nicht. Und in letzter Zeit, die spawnen solche Blätter andauernd nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, Hunger Games wird natürlich auch weiter behalten. Beziehungsweise Survival Games. Ich werde es eventuell, wenn ich das nächste Mal das Intro wechsle, den Namen ändern in Survival Games. Nur weil ich mitgekriegt habe, dass der eine oder andere da rechtliche Probleme bekommen hat und ich darauf keinen Bock habe. Irgendwie, dass mir wer ins Bein pullert, nur weil ich den Namen Hunger Games benutze, was ja auch nicht der neueste ist, trotz dass es schon so ein Buch davon gab und einen Film. Aber egal. So, ich hoffe, das Video hat genug Aufklärung geboten. Es tut mir leid, dass diese eine Woche nichts da war, aber es war eindeutig besser, als wenn ich keinen Content liefere, der einfach nur zusammengewürgt ist um des Contents willen. Da kennt ihr mich, das kann ich besser ansonsten. So habe ich jetzt auch mal wieder endlich eine Motivation nach einer Woche Abstand hiervon, wieder richtig Gas zu geben, mein Leben in dieser Form des Let's Players wieder neu anzufangen und zu regeln.
Ich bedanke mich wie immer trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten richtigen Episode. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.